Hallo, guten Morgen oder Mahlzeit. Timon Kabelak, mein Name, von der Deutschen Infrasoft, relativ kleine und junge Unternehmensgruppe aus dem Bereich BIM-Modellierung, Kartierung, Vermessung und Mobile Mapping. Und ich wollte gerne die Zeit nutzen, um einmal ganz kurz über Tunnel zu sprechen. Tunnel haben an sich zwei große Probleme, zumindest Tunnel, die nicht neu geplant und damit vielleicht schon in digitalen Modellen erfasst werden. Sie sind im Betrieb extrem teuer, sie werden immer älter und sie bestehen heute nicht digital. Und genau dem Thema haben wir uns angenommen, gemeinsam mit verschiedenen Partnern, um einfach mal zu schauen und zu gucken, welchen Mehrwert am Ende durch Bestandsmodellierung, Bestandsaufnahme von Tunneln entstehen kann. Und jetzt muss ich wahrscheinlich weiterdrücken. Funktioniert der? Jetzt. Genau. Hatte ich schon gesagt, also es gibt in Anführungszeichen das Problem, dass die Tunnel einfach nicht digital bestehen. Es gibt überall verschiedene Stände in Archiven und verschiedenen Orten, wo Daten abliegen zu den Tunneln, die einfach den Aufwand im Betrieb extrem hochhalten. Und natürlich ist das Problem, dass wenn ich keine digitalen oder Bestandsdaten vorliegen habe, muss ich eigentlich für jede Maßnahme in den Tunnel und gegebenenfalls sogar den Verkehr anhalten. Immer eine schlechte Sache, kennen wir alle als Autofahrer, ist eine schlechte Situation, weil Tunnel sind da nicht, weil man sie leicht umfahren kann, sondern weil man sie benutzen sollte. Das heißt, wenn ich in den Tunnel muss und den Verkehr anhalten muss, um einfach was nachzuschauen, was ich eigentlich digital hätte vorliegen haben können, ist das erstmal am besten zu vermeiden und natürlich auch mit Kosten und Zeitaufwänden verbunden. Das heißt, wir haben uns hier auf den Weg gemacht, verschiedene Tunnel schon befahren, aufgenommen, vermessen und wir nennen das immer so ganz gerne die Datenspinne. Am Ende ist nicht das Idee oder die Idee, das Datenmodell als Modell und dann sind wir fertig, sondern das Modell als zentrales, als Einstiegspunkt am Ende auch zu benutzen, um von da auf weiterführende Informationen zu verknüpfen, Baupläne, Ausstattung, sonstige Dinge. Hier ein Beispiel in Hessen, der Schützebergtunnel schon fortgeschrittenen Semesters. Wir haben den aufgenommen und befahren. Wir haben den zunächst vermessen, um einfach die Punktwolken dann bei der Befahrung auch in eine gewisse Genauigkeit zu bekommen. Dann nochmal terrestrisch vermessen. Wir haben Schachtaufnahmen gemacht. Das heißt, das Modell besteht jetzt nicht nur aus der Hauptröhre, sondern eben auch anderen, zum Beispiel Fluchttunnel oder Fluchtröhren und Schächten. Und daraus dann letztendlich ein extrem genaues Modell generiert und weitere Daten auch verknüpft. Hier ein bisschen, letztendlich einfach nur Beispiele, aber man sieht schon genau, also die Idee war hier, weiterführende Daten zu sammeln. Also wir haben unten links das Modell in verschiedenen Detaillierungsgraden. Die Röhre selbst ist extrem detailgenau modelliert. Die Schächte etc. sind erstmal nur auch dabei im LOD 200. Wir haben hier eine vorklassifizierte Punktwolke. Wir sind da so in Bereichen von einstelligen Millimeterbereichen am Ende gelandet. Und eine der speziellen Anforderungen, was jetzt hier auf dem Bildschirm nicht so gut zu erkennen ist, aber das Bild ist so scharf, dass man im Vorbeifahren quasi hier diese Schilder sehen wollte, weil daraus erkennbar ist, was sind für Leuchtmittel verbaut, was sind also einfach noch Inhalte dieser technischen Ausstattung in den Tunneln und das war auch, was Belichtung und so weiter angeht, nicht ganz so einfach. Aber man kann jetzt aus dem Modell am Ende hier zum Beispiel dieses Fluchtwegszeichen markieren und kommt dann am Ende über weiterführende Links und Archiven einfach zu Inhalten, die über sozusagen dieses 3D-Modell hinaus enthalten sind. Ziel des Ganzen, also für Hessen vor allen Dingen oder für Hessen Mobil an der Stelle, war es, einfach die verschiedenen Interessengruppen auch zu vereinen. Man hat also nicht nur die Frage gehabt, wie man jetzt vielleicht für Baumaßnahmen in der Zukunft diese BIM-Modelle für Ausschreibungen etc. benutzen kann, sondern auch aktuell, also wirklich Tunnelmanagement, Instandhaltung, Wartung und auch die Bauwerksprüfung davon überzeugen kann, wie man so ein digitales Abbild von Tunneln im Bestand nutzen kann, wie man damit auch den Aufwand für die Kollegen reduzieren kann. Sehr spannende Diskussion, aktuell auch immer noch. Und genau hier einfach mal beispielhaft, was jetzt in dem Modell alles dahinter liegt. Vielleicht auch noch, also wir haben
natürlich situative Verlinkungen. Also wenn man jetzt auf eine Lampe oder sowas klickt, dann ist klar, dass man weiterführende Informationen zur Lampe oder sonstigen Dingen bekommt. Wir haben aber auch extra Objekte, die sieht man jetzt hier in der Ansicht nicht reinmodelliert. Also zum Beispiel so Bälle, die halt alle 10 Meter sind, um zu den Panoramabildern zu kommen. Also man kann dann auch, sage ich mal, über das Modell hinaus Hilfen schaffen, um zu sagen, hier klicken und dann gibt es weiterführende Informationen. Ja, viele Punkte habe ich schon genannt. Das lohnt sich also vor allen Dingen aus Kosten- und Zeitgründen und natürlich darüber hinaus in die Zukunft gedacht. Die Tunnel werden ja klar immer älter. Das Ganze gilt auch an sich für Brücken in gleichem Umfang. Also zum Beispiel Hohlraumbrücken etc. könnte man genauso erstmal befahren, modellieren. Und natürlich will man als Absprungbasis dann das digitale Modell benutzen, um dann auch in Zukunft den Tunnel besser in Stand zu halten und gegebenenfalls in der Zukunft auch zu erneuern. Woran arbeiten wir aktuell? Also ein bisschen der Ausblick. Das war jetzt der erste Teil sozusagen. Es gibt darüber hinaus viele interessante Ansätze auch, was zum Beispiel laserbasierte Hammerschlagstests angeht. Also dass man die Befahrung, die man in Anführungszeichen eh macht, nutzt, um auch Bauwerksprüfung zu integrieren, Rissanalysen zu machen. Gerade wenn man mehrfach befährt, dass man die Bilder benutzt, um zum Beispiel Vorklassifizierungen von sowas zu benutzen. Es gibt Ansätze zur Feuchtigkeitsdetektion in den Tunnelwänden. Das heißt, man kann also über die, ich sag mal, simple Erfassung hinaus auch am Ende die Sensorik heute benutzen, um weitreichende Informationen über das Ganze zu sammeln. Genau, dann bin ich eigentlich auch schon am Ende. Ich merke gerade, ich bin wahrscheinlich ganz schön durchgerannt, aber wir sind hier auch in der Halle. Eigentlich, wenn Sie sich umdrehen, genauso ein bisschen schräg da drüben. Können Sie uns gerne besuchen. Wir freuen uns auf weitere Diskussionen. Mein Kollege Richard Berger ist auch vor Ort und ja, herzlichen Dank.